Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier vor Ort am Uniklinikum Bonn und auch zu Hause vor den Bildschirmen. Ich bin Viola Röser, Pressesprecherin des UKB und heiße Sie herzlich willkommen heute Abend zu unserem Patientenkolloquium. Es ist wieder soweit, unsere Experten sitzen hier mit mir. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, wie schützen und behandeln wir die verletzliche Hauptschlagader des Lebens. Es geht heute um die Aorta. Und Verletzungen der Aorta können sehr gefährlich sein, wie Sie alle sicher wissen. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie es dazu kommen kann, was die Symptome sind, auch was Behandlungen sind, die Betroffene erfahren können, hier unter anderem am UKB. Und ja, dazu möchte ich Ihnen gerne unsere heutigen Experten vorstellen. Genau, einige haben es schon bemerkt, eigentlich säße auch Professor Farhad Bakhtiari hier. Er ist leider in einer Notoperation, so ist das manchmal hier an der Uniklinik bei uns. Insofern ist er im wichtigen Einsatz, falls er es schafft, kommt er noch vorbei, aber so lange haben wir jetzt auf jeden Fall zwei super Vertreter hier aus dem Herzzentrum des UKB. Das sind zum einen der Dr. Marwan Hamiko. Ganz links. Er ist Oberarzt der Klinik für Herzchirurgie des UKB und Bereichsleitung der offenen und endovaskulären Aortenchirurgie. Guter Tesafilm. Und zum anderen Privatdozent Dr. Najab Shahab. Er ist Leiter der Sektion Angiologie der Medizinischen Klinik und Poliklinik 2 des UKB und er ist Facharzt für Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin und Pneumologie mit dem Schwerpunkt diagnostische und interventionelle Angiologie, insbesondere Aortenerkrankungen, periphere arterielle Durchblutungsstörungen und Arteriensklerose. Ja, vielen Dank, dass Sie beide da sind. Wir freuen uns sehr. Wie immer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es jetzt erstmal mit den Vorträgen los. Im Anschluss haben Sie aber selbstverständlich auch die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und ja, darauf freuen wir uns. Genau, aber damit übergebe ich erstmal das Wort an unsere Experten. Ja, hallo zusammen. Wir werden jetzt erstmal versuchen, aus herzchirurgischer Sicht, wie man die Aorta letztendlich behandelt und schützt im Verlauf. Es geht hauptsächlich darum, dass man mehrere Erkrankungen der Aorta hat und die gehen wir jetzt einzeln durch. Und ich werde jetzt einfach die einzelnen Erkrankungen durchgehen, aber zunächst erstmal ein paar Fakten zu der Hauptschlagader. Die Hauptschlagader ist ein Rohrsystem des Lebens. Das ist letztendlich ähnelt es einem Spazierstock. Es hat einen Durchmesser im Norm zwischen 2,5 bis 3,5 Zentimeter und es ist etwa 30 bis 40 Zentimeter lang. In Ruhe fließen durch dieses Rohrsystem etwa 5 Liter Blut pro Minute. Und wenn sich der Mensch belastet, dann können es bis zu 30 Liter pro Minute fließen. Wichtig ist, dass man weiß, das ist ein einziges Organsystem, an dem mehrere Organsysteme nachgeschaltet sind und letztendlich insbesondere wie das Hirn oder das Herz, aber auch die Bauchorgane. Und wenn an diesem Organsystem was schief läuft, dann sind alle nachgeschalteten Organe mitbeteiligt. Anatomisch teilt sich die Aorta letztendlich in die sogenannte Aortenbasis, das ist die Aortenwurzel mit der Aortenklappe. Hiervon gehen die Herzkranzgefäße ab, danach geht es in den aufsteigenden Teil der Hauptschlagader, das ist die Aorta Aszendens, und dann in den Aortenbogen, wo die Kopf- und die Armschlagader abgehen und dann geht es rüber in den absteigenden Teil, die sogenannte Aorta Descendens und die mündet dann in die Beingefäße, aus der Aorta Descendens gehen auch die Bauchorgangefäße ab. Und histologisch, das ist wichtig nachher für eine spezielle Erkrankung, die sogenannte Aortendissektion, teilt sich die Aorta in drei Schichten auf. Wenn man sich die Leistungsstatistik aus der Deutschen Gesellschaft für Herz, Thorax und Gefäßchirurgie anschaut, so operieren wir ungefähr jährlich, so das sind die Zahlen aus letztem Jahr, um die
2.500 Eingriffe an der Hauptschlagader offen, mit oder ohne Beteiligung der Aortenklappe. Und die Aortenwurzel, die ist auch ungefähr um die 1.200-1.300 Fälle pro Jahr deutschlandweit betroffen, die operiert werden. Wenn man sich den Aortenbogenersatz anschaut, dann ist es so, dass letztendlich die ungefähr fast 3.000 Eingriffe deutschlandweit durchgeführt werden. Und die Aorta descendens ist, das ist der absteigende Teil, das ist jetzt wieder offen chirurgisch, Gott sei Dank, in den Hintergrund getreten, im Sinne eher der endovaskulären Therapie, die etwa 700 Mal deutschlandweit getroffen werden. Die Gesamtsterblichkeit an diesen Eingriffen, hauptsächlich an der Aortenbogenchirurgie oder an der Aortendeszendenz, beträgt zwischen 10% und 11%. Das sind aber Zahlen aus, wie gesagt, Deutschland, aus ganz deutschen Zentren. Und wir haben unsere eigenen Zahlen jetzt nicht präsentiert, aber wir sind deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Also unsere Zahlen betreffen so etwa 4-5%. Wenn man sich die Erkrankung der Aorta anschaut, so gibt es akute Erkrankung der Aorta, davon ist die akute Aortendissektion betroffen. Dabei geht es darum, dass die Wand der Aorta sich aufspaltet. Dazu komme ich gleich, gehe ich näher drauf ein in den nächsten Folien. Dann gibt es das sogenannte intramurale Hämatom, eine Einblutung in die Gefäßwand. Das sogenannte penetrierende Aortenulkus, das ist eine Folgeerkrankung, so ein Geschwür einer Arteriosklerose. Genauso werden Erkrankungen der entzündlichen Art in die akute, aber auch in die chronische Erkrankung eingeteilt. Und zu den chronischen Erkrankungen zählen auch die Aorten, die sogenannten Aortenaneurysmata. Und das ist das, was letztendlich wir tagtäglich sehen. Wenn man sich die Patienten, wie präsentieren sich eigentlich die Patienten? Also wenn die Patienten in die Notaufnahme kommen oder zu uns in die Sprechstunde, da gibt es halt spezielle Fragen, die wir die Patienten stellen. Hauptsächlich geht es darum, um sicherzustellen, ob es wirklich um eine Aortenerkrankung handelt. Da spielen natürlich familiäre Dispositionen, also die Familienanamnese, eine extrem große Rolle. Insbesondere wenn Bindegewebserkrankungen vorhanden sind, sind Klappenerkrankungen bekannt. Es gibt gewisse Klappenerkrankungen, die sehr häufig mit Aortenerkrankungen vergesellschaftet sind. Aber auch, ob vorherige Manipulationen an der Aorta bekannt sind. Beispielsweise gab es vor kurzem irgendeine Herzkatheteruntersuchung, gab es vor kurzem letztendlich eine Herzoperation. All diese Informationen sind für uns wichtig, um die Erkrankung in akut oder chronisch einzuteilen. Genauso auch wie die Schmerzintensität, die der Patient eingibt. Ganz wichtig ist zu wissen, dass wenn man nur ein Aorten, in Anführungszeichen nur ein Aortenaneurysma hat, dann sind diese Erkrankungen sehr häufig asymptomatisch. Die Patienten verstehen erstmal nicht, warum sie operiert werden müssen. Wenn aber ein Patient mit akuten thorakalen, also Brustschmerzen, bei uns eingewiesen werden oder sich initial im Notfallzentrum vorstellen, dann muss man ganz häufig auch an die sogenannte Aortendissektion denken. Und die kann man halt in klinischen Untersuchungen weiter erhärten und muss dann letztendlich weitere Diagnostik betreiben, um die Verdachtsdiagnose sicherzustellen. Was ist ein Aortenaneurysma? Aortenaneurysma ist definitionsgemäß immer dann, wenn die Gefäße sich über 150% der Norm erweitern. Die Inzidenz der Aortenaneurysma ist deutschlandweit bzw. europaweit zwischen 5 und 10 Patienten auf 100.000 Einwohner gesehen. Häufig sind Männer im 60. und 70. Lebensjahr betroffen. Die Verteilung ist am häufigsten im Bereich der Aorta ascendens zu etwa 50%, gefolgt vom Bogen mit 12% und dann von der Aorta descendens, also der absteigenden Aorta, mit 38%. Ich versuche den Patienten immer in der Sprechstunde zu erklären, dass es ein sogenanntes Luftballonprinzip ist bei der Aorta. Am Anfang braucht es relativ viel Zeit, um sich zu erweitern, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es relativ leicht, und je größer das Aneurysma wird, desto höher ist das Risiko, dass das letztendlich zu einem Riss oder zu einer Ruptur kommt mit akuter Einblutung.
Warum entstehen Aneurysmata? Es gibt ganz viele Risikofaktoren. Ganz klar ist natürlich die Arteriosklerose eines der Hauptrisikofaktoren, das heißt die Kalkablagerung in den Gefäßen. Aber sehr häufig und mit 70% der Bluthochdruck. Das ist die Hauptursache überhaupt, warum ein Aneurysma entsteht. Gefolgt natürlich von Bindegewebserkrankungen, von familiären Dispositionen, aber auch von sogenannten Erkrankungen der Aortenklappe, die sogenannte bikuspide Aortenklappe. Und angeborene, also Patienten mit angeborenen Bindegewebsstörungen oder mit bikuspiden Aortenklappen oder mit familiärer Disposition stellen halt ein hohes Risiko dar. Und die müssen prophylaktisch eher operiert werden, als was die Leitlinien sagen, was die Norm, also die Operationsindikation angibt. Behandlungsindikation ist immer dann gegeben, wenn die Aorta eine bestimmte Größe erreicht. Es gibt unterschiedliche Größen für die Brustwandaorta und für die Bauchaorta schlussendlich. Man sagt, wenn der aufsteigende Teil der Aorta etwa 5,5 cm beträgt, dann sollte man das operieren, weil es gibt Studien, die zeigen, ab einem gewissen Durchmesser die Aorta exponentiell wächst und dadurch die Rupturgefahr deutlich steigt. Im Bereich der Aorta Descendens, auf das auch gleich mein Kollege Dr. Schaab drauf näher eingehen wird, ist ein bisschen größer. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass die Aorta gar nicht überhaupt die Durchmesser erreichen müssen, die letztendlich zu einem Riss oder zu einem Behandlungsindikation führen. Und es gibt eine schöne Arbeit aus Freiburg, die haben bei 400 Patienten knapp oder 350 Patienten untersucht, dass die Aorta zum Zeitpunkt des Einrisses ganz normale Durchmesser aufgezeigt haben. Und wie man hier an der Kreisdiagramm sieht, waren das 2/3 der Patienten, die einen Durchmesser gehabt haben zum Zeitpunkt des Einrisses, was unter 4 cm war. Sodass man gesagt hat, dass die meisten Aorten vor dem Zeitpunkt einer Dissektion in der Regel einen regulären Querdurchmesser zeigen und die Durchmesserbestimmung nicht hinweisend auf bezüglich des Risikos einer Dissektion ist. Was ist jetzt die Dissektion? Die Dissektion ist nichts anderes als eine Aufspaltung der Wandschichten in der Aorta. Deswegen eingangs auch die Histologie kurz beschrieben. Nämlich innerhalb der Media kommt es zu einer Aufwölbung. Es reißt in der Intima ein, das heißt in der innersten Schicht. Und dann entstehen zwei Lumina. Das sind zwei Räume, einmal ein falsches und ein wahres Lumen. Und das ist so eine Doppelkontur in der Aorta, was man letztendlich auch sowohl operativ sieht. Also man sieht die eingeblutete Aorta auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Und man sieht auch den Einriss, wo die Pinzette ist, in der Hauptschlagader. Und im CT, man kann das nicht mal hier sehen. Also hier der Einriss. Im CT sieht man dieser kleine sichelförmige Raum, wo jetzt mein Pointer ist, das ist nur noch das, was ursprünglich Aorta war. Und letztendlich, warum ist es überhaupt gefährlich, die Aortendissektion? Weil die Aortendissektion sehr häufig mit Einblutungen in den Herzbeutel münden können. Die können zu Einrisse im Bereich der Aortenbasis führen, mit akuter Undichtigkeit der Aortenklappe und letztendlich einer Volumenbelastung des Herzens. Die kann dazu führen, dass Herzkranzgefäße mit in den Einriss beteiligt sind und damit einen Herzinfarkt verursachen können. Genauso können Kopfgefäße beteiligt sein mit Schlaganfallssymptomatik. Es können innere Organe beteiligt sein, genauso wie die Beine. Sehr häufig kommen die Patienten eher irrtümlich erst in die Neurologie, weil die Patienten eine Schlaganfallssymptomatik zeigen. Dann macht man ein CT vom Kopf, sieht erstmal Gott sei Dank nichts, aber man sieht halt in der miterfassten Aorta doch einen Riss im Bereich des Bogens und schickt die Patienten dann direkt zu uns. Die Aortendissektion hat ab dem Zeitpunkt des Akutereignisses eine Sterblichkeit von 1-2% pro Stunde.
Das heißt, etwa 50% der Patienten schaffen es erstmal gar nicht in die Klinik. Und wenn sie es schaffen und man die nicht versorgen würde sofort, sind 50% innerhalb der ersten 2 Tage verstorben. Daher ist es extrem wichtig, dass solche Patienten sofort in die Klinik eingewiesen werden. Und wenn sie in die Klinik eingewiesen werden, dann muss man leider Gottes feststellen, dass immer noch 18% der Patienten die Klinik nicht lebend verlassen. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die wirklich mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Und das muss vermieden werden. Das heißt, rechtzeitiges Erkennen des Aneurysmas, rechtzeitige Behandlung des Aneurysmas kann dazu führen, dass Typ A, darauf komme ich gleich noch dazu, was Typ A und Typ B bedeutet, vermieden werden kann. Kommen wir zum weiteren Krankheitsbild. Das ist das sogenannte penetrierende Aortenulkus. Das ist nichts anderes als eine Geschwür im Bereich der Aortenwand, die von innen nach außen sich durchbrechen kann und einen Riss verursachen kann. Das kann im CT so aussehen. Schaut das mal hier oben. Da ist es in die Wand durchgebrochen. Das ist nicht normal, so pilzförmig. Und letztendlich kann es dazu führen, dass die Hauptschlagader auch komplett reißt oder halt in eine Dissektion mündet. Das intramurale Hämatom ist eine Einblutung in der Gefäßwand. Das sieht man hier an dieser dunklen Schicht. Hier. Das ist normal und das, was so dunkel ist, ist eingeblutet. Und das kann dazu führen, dass letztendlich diese Wand auch in eine Dissektion mündet, weil es relativ instabil wird mit der Zeit. Man spricht erst dann von einem intramuralen Hämatom, also einer Einblutung in der Gefäßwand, wenn es über einen halben Zentimeter ist. Und die Verteilung ist jetzt ein bisschen anders. Die treten eher häufiger im Bauch, im absteigenden Teil der Hauptschlagader und nur 1/3 sind im aufsteigenden Teil der Aorta. Wie die behandelt werden? Die behandeln in der Regel ist ähnlich wie die Aortendissektion, aber dazu komme ich gleich dazu. Wichtig ist bei der Diagnostik, dass man immer eine CT-Untersuchung braucht, um eine Erkrankung an der Aorta festzustellen. Das ist das Diagnostikum der Wahl. Man kann einen Herzultraschall durchführen, allerdings kann es nur eine Verdachtsdiagnose darstellen. Das heißt, der Kardiologe kann eine erweiterte Aorta sehen, er kann sie messen, aber sie muss immer mittels CT bestätigt werden. Wenn es eine Dissektion ist, das kann man auch manchmal machen im Notfallzentrum, dass man zunächst mal schaut, im Ultraschall sieht man zum Beispiel eine Doppelkontur im Bereich der Aortenwand. Manchmal sind die Patienten so instabil, dass man die gar nicht mehr ins CT fahren kann. Dann muss man die Patienten direkt in den OP mit der Verdachtsdiagnose fahren und macht einen Ultraschall und lässt sich die Diagnose durch den Kardiologen bestätigen und dann operiert man die Patienten. Eine Herzkatheteruntersuchung ist immer notwendig, weil es gibt immer wieder mal Fragen von Patienten, muss ich eine Herzkatheteruntersuchung vor einer Operation machen? Ja, es ist immer notwendig, weil wenn man einmal am Herzen ist und man stellt dann fest, irgendwie an die Herzkranzgefäße sind erkrankt oder die Klappen sind erkrankt, dann muss man einmal einen Ultraschall, aber auch eine Herzkatheteruntersuchung durchführen, um die vorher auszuschließen. Allerdings ist es bei Dissektionspatienten aufgrund des hohen Risikos, dass man die Wand weiter einreißt, nicht empfohlen. Wie behandelt man die Aorta? Die Behandlung hängt immer davon ab, wo es auftritt und welche Grunderkrankung vorliegt. Ist es ein Aneurysma? Ist es eine Dissektion? Das ist ein sogenanntes Pau oder intramurales Hämatom. Wo ist es lokalisiert? Ist es im Bereich der aufsteigenden Teil des Bogens oder der absteigenden Aorta? Wie ist der Zustand des Patienten? Ist er stabil, instabil? Ist er überhaupt operabel? Ist er nicht operabel? Manchmal kriegen wir Anfragen. Wir haben einen 94-jährigen Patienten bei uns eingewiesen bekommen. Es zeigt sich im CT eine Dissektion. Da muss man dann irgendwann mal erklären, dass das Risiko der Operation für einen 94-Jährigen deutlich höher ist, als wenn man gar nichts machen würde. Und ein 94-Jähriger, da muss man wirklich auch irgendwann mal letztendlich die Kirche im Dorf lassen und sagen, das ist einfach, dass er überlebt diese Operation letztendlich. Und dann ist es auch wichtig, dass die Patienten
in ein Zentrum verlegt werden, nämlich wo eine Maximalversorgung sowohl in der Diagnostik, in der Therapie, sowohl in der endovaskulären als auch in der operativen Therapie angeboten wird. Und das sind meistens universitäre Häuser. Welche Therapieoptionen haben wir? Wir haben chirurgische und endovaskuläre Operationsmöglichkeiten, die ineinander überlappen können. Wir können die Hauptschlagader isoliert im Bereich des aufsteigenden Teils ersetzen. Wir können einen Teil des Bogens mit ersetzen, was meistens ausreichend ist, wenn eine Dissektion aufgetreten ist. Wir können kompletten Bogen ersetzen. Manchmal ist es sogar so, dass wir antizipativ arbeiten, nämlich vorsorgen für die Folgebehandlungen an der Aorta, dass man sagt, man setzt auch eine sogenannte Hybridprothese ein, die später mittels Stent-Therapie verlängert werden können. Die Stent-Therapie ist das A und O inzwischen für den absteigenden Teil der Hauptschlagader. Inzwischen können wir sogar auch Patientenanatomie abgestimmte Prothesen produzieren lassen, die fenestriert sind, dass sie haben kleine Öffnungen, die haben oder zusätzliche Schenkel haben, die den kompletten Bogen inzwischen endovaskulär mitbehandeln. Und sogar im Bereich der Aorta Aszendenz sind inzwischen auch neue Prothesen auf dem Markt, die auch diese vereinzelte Patienten diese Therapieoptionen anbieten können. Wir sind eine Klinik, die alle Optionen anbieten, was offene Chirurgie angeht. Das heißt, von einer kompletten Brustbeineröffnung, wo alle Pathologien im Bereich der aufsteigenden Aorta mit dem Aortenbogen behandelt werden können. Wir kommen aber inzwischen bei normaler Behandlung der Aorta und der Aortenwurzel ohne Dissektionsbeteiligung, das heißt nur, wenn es eine Aneurysmaerkrankung ist, sind wir eine Klinik, die wir von der Sternotomie, also von der kompletten Brustbeineröffnung wegkommen und die Patienten eher minimalinvasiv, dazu gibt es gleich Bilder, an der Hauptschlagader operieren, egal ob die Aortenklappe mit oder nicht mitbeteiligt ist oder nicht mitbeteiligt ist. Über eine Teilöffnung des Brustbeins können wir ähnlich wie bei der kompletten Sternotomie auch ebenfalls fast alle Pathologien der Aorta operieren. Eine Behandlungsindikation für Aneurysma, das habe ich vorhin schon gesagt, ist immer gegeben, wenn die Aorta 55 mm beträgt, also 5,5 cm. Es sei denn, die Patienten haben Bindegewebserkrankungen oder bikuspide Klappen. Dann hat man etwas niedrigere Durchmesser, um diese Patienten zu operieren. Das sind in der Regel zwischen 4,5 und 5 cm. Wenn man die minimalinvasive Chirurgie anschaut, da sieht man einen kleinen Schnitt im Bereich der Brustseite rechts, also rechtslaterale Thorakotomie nennt sich das. Da kommt ein sogenannter Retraktor rein, das heißt, wir nehmen gar keinen Spreizer mehr, weil es Schmerzen verursacht. Das ist so ein Soft-Tissue-Retraktor, nennt sich das. Das ist gewebeschonender. Und in 3D-Visualisierung operieren wir die komplette Aorta inklusive Wurzel mit oder ohne Beteiligung der Hauptschlagader, der Hauptschlagaderklappe, also der Aortenklappe. Wenn manche Patienten Rhythmusstörungen noch nebenbei haben, können wir über diesen Zugang auch die Rhythmusstörung mitbehandeln. Das sieht dann am Ende so aus. Der Patient ist eine Nacht auf Intensiv und etwa 6 bis 7 Tage auf der, im Krankenhaus. Also ziemlich viel, also viel schonenderes, als wenn man die komplette Brustbein, also das komplette Brustbein öffnet. Wie behandelt man die Aortendissektion? Da haben wir viel dazu gesagt am Anfang. Das hängt immer ab, ob es ein Typ A, Typ B oder Non-A, Non-B Dissektion ist. Was heißt das? Typ A ist immer, wenn der aufsteigende Teil der Aorta betroffen ist. Typ B ist immer jenseits der linken Armschlagader. Und Non-A, Non-B ist, wenn der Bogen betroffen ist, aber ohne Beteiligung des aufsteigenden Teils der Hauptschlagader. Die Typ A, haben wir ja gesagt, muss sofort behandelt werden, weil sehr viele Gefäßabgänge daran hängen. Und die Patienten einbluten können in den Herzbeutel und damit akut ins Kreislaufversagen rutschen können.
Typ B ist immer eine Behandlungsindikation gegeben, wenn Organdurchblutungsstörungen vorhanden sind oder wenn Schmerzen trotz optimaler Schmerztherapie nicht zu beseitigen sind oder wenn der Blutdruck trotz optimaler Blutdruckeinstellung mittels Medikamente nicht zu beherrschen ist. Dann muss man die Patienten mit einer Stent-Therapie behandeln. Bei Non-A, Non-B hängt es davon ab, ist es eher näher im aufsteigenden Teil oder ist es weiter weg, dann behandelt man die Patienten entsprechend wie eine Typ A oder eine Typ B-Dissektion. Wichtig ist bei der Typ B-Dissektion immer mittels Stent-Therapie, sofern Landezone für den Stent vorhanden sind. Und bei Typ A immer offen operieren. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Bei dem Pau, das ist das Bild von vorhin, da kommt immer die Stent-Therapie in der Regel als Therapieoption der Wahl. Es ist sehr selten, dass man Pau operieren müssen offen. Das ist nur dann, wenn es im Bereich des Aortenbogens liegt und wenn man keine Landezonen für den Stent hat. Meistens immer dann indiziert, wenn diese pilzförmige Struktur über 2 cm ist oder wenn es im Verlauf zu einer Größenzunahme von über 1 cm kommt. Nachsorgeprogramm, das machen wir zusammen mit den Angiologen in unserem Haus, mit den Gefäßchirurgen und den Radiologen. Nachsorgeprogramm ist immer, warum ist es wichtig? Weil viele Erkrankungen der Aorta die gesamte Aorta betreffen. Es ist ein chronischer Prozess, das heißt, wenn nur der Anfangsteil der Aorta betroffen ist, heißt es nicht, dass der Bogen unversehrt bleibt oder der absteigende Teil unversehrt bleibt. Das ist ein Organ, was oben passiert, kann in der Mitte, aber auch unten passieren. Und deswegen muss man die Patienten in einem Nachsorgeprogramm anbinden. Und es ist in der Regel so, dass 30-60% der Patienten Folgetherapien benötigen. Es ist wichtig, dass die Patienten im Erstbehandlungszentrum angebunden werden oder in einem überregionalen Aortenzentrum, wo die Expertise für Diagnostik und Therapie vorhanden ist. Man empfiehlt im ersten Jahr eine regelmäßige Kontrolle mittels CT und Ultraschall des Herzens 2-mal, danach jährlich. Viele Dissektionspatienten, insbesondere jüngere Patienten, schaffen es nicht wieder, ins Berufsleben eingegliedert zu werden. Sie entwickeln Depressionen, das ist etwa 1/3 der Patienten. Deswegen ist es vorgegeben, dass wir, zumindest sprechen wir offen mit den Patienten, dass wir diese Patienten psychologisch anbinden. Es ist wichtig, dass der Blutdruck in einem Normbereich eingehalten wird und dabei ist der Beta-Blocker eines der Grundpfeiler der Therapie. Man soll die Risikofaktoren, die ich eingangs genannt habe, die hauptsächlich für die Arteriosklerose ursächlich sind, Beispiel erhöhte Fettwerte, Blutzucker, der Blutdruck, haben wir ja besprochen, die müssen wirklich vermindert werden. Und es kommen sehr häufig auch Fragen, darf ich Kraftsport machen? Wie darf ich mich sportlich verhalten? Wir empfehlen keine Kraftsporttherapie, sondern eher eine Ausdauersport. Wir haben ein Aortenteam, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar ist. Das ist wichtig, weil das Team soll Entscheidungen bei der Diagnose, aber auch bei der Therapieempfehlung treffen. Es besteht aus einem Herzchirurgen, einem Gefäßchirurgen, einem Angiologen, Kardiologen, weil er die Ultraschalluntersuchung für uns macht, aber auch einem Radiologen und wir ziehen immer die Humangenetik noch dazu, wenn jüngere Patienten erkrankt sind an der Aorta, weil wir ausschließen wollen, dass die Hauptschlagader eine Bindegewebsstörung aufweist. Wir sind immer erreichbar, wie gesagt, wir haben immer Dienstag eine Aortensprechstunde von 13 bis 17 Uhr. Es können Termine unter den folgenden Nummern immer vereinbart werden. Und wir versuchen auch vor den OPs die Patienten, all vorhandenen Fragen bei den Patienten zu beantworten, einmal die OP-Prozedur zu besprechen. Und die Patienten sollen wirklich mit minimalster Angst zu uns kommen.
Therapie ganz weg, können wir ganz die Angst ganz wegnehmen, können wir den Patienten natürlich nicht, die dann auch keinen Herzchirurgen finden weltweit, der ihnen die Angst wegnimmt und sagt, sie brauchen gar keine Angst zu haben. Das ist leider nicht möglich, aber wir versuchen immer mit bestem Wissen und Gewissen die Patienten zu therapieren. Take-home-Message: Man soll die Patienten immer in einem Zentrum der Maximalversorgung anbinden. Die Patienten, eine akute A-Dissektion ist immer ein akuter Notfall und muss sofort und umgehend versorgt werden. Bei Typ-B-Dissektionen hängt es davon ab, ist es eine komplizierte oder nicht komplizierte. Und bei Aneurysma-Erkrankungen haben wir ja gesagt, bei 5,5 cm bzw. bei 4,5 cm Bindegewebsstörungen vorliegen im Bereich der Aorta Aszendens im Bogen einen halben Zentimeter mehr. Und wichtig ist, dass man letztendlich im Bereich der absteigenden Teil der Hauptschlagader aktuell eher mittels Stent therapiert und eher weniger offene Operationen durchführt. Wobei auch diese Expertise haben wir in Bonn. Das heißt, wenn jemand den Stent nicht in Frage kommt, dann operieren wir die Patienten offen. Ganz wichtig und was man mitnehmen sollte, ist, man sollte die Operation immer elektiv geplant operieren und nicht, der Patient muss nicht notfallmäßig reinkommen und operiert werden, weil die einfach aus Erfahrung die Ergebnisse bei einer notfallmäßig durchgeführten Operation leider deutlich schlechter sind, als wenn man eine Operation geplant operiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde jetzt weitergeben an den Kollegen Schaab, der würde zu der Bauchaorta jetzt was erzählen. Und dann kommen wir zu der offenen Fragerunde. Ja, vielen Dank, lieber Marwan, dass du jetzt so ausführlich jetzt mal den oberen Teil der Aorta uns erklärt hast. Und erstmal vielen Dank für die Damen und Herren, dass sie jetzt den Weg gemacht haben nach oben bei dem Wetter. Ich würde jetzt versuchen mit Ihnen, wir machen die Fragerunde erstmal ganz am Schluss, damit wir erstmal so einen Gesamteindruck haben. Und ich habe mir erstmal vorgenommen, mit Ihnen 11 Fragen mit 11 Antworten zu beantworten. Und wenn dann noch Fragen noch kommen, dann können wir noch mit Ihnen das noch diskutieren. Das sind Fragen, die meistens meine Patientinnen im Laufe der Zeit immer gestellt haben. Und ich dachte, ich würde das einfach mal mit Ihnen gehen wir durch. Das, ich denke mal, durch diese Fragen werden wir einige Sachen klären. Herr Hamko hat jetzt bis zum Zwerchfell alles erzählt. Ich erzähle jetzt, was alles unterhalb des Zwerchfells auch passieren kann. Und deshalb fangen wir jetzt mal an. Wissen Sie eigentlich, woran Albert Einstein gestorben ist? Na, sehen Sie, das ist super. Also, das werden wir nie vergessen. Also, das war nämlich, der ist 1955 gestorben, und zwar in Princeton, USA, an innerer Blutung. Das Traurige war, sein Aneurysma war schon bekannt mit 69. Das heißt, 1948 wusste man schon, dass er ein Aneurysma hat. Ist aber dann, er wollte sich auch nicht behandeln lassen, letztendlich. Und letztendlich ist er verblutet und die Ärzte konnten nicht mehr helfen. Also das ist schon sehr eindrucksvoll. Also er ist mit 76 Jahren verstorben. So, was ist eigentlich ein Bauchaortenaneurysma? Das hat der Dr. Hamiko Ihnen ja auch schon ein bisschen erklärt. Ich möchte es noch mal ganz kurz darstellen. Also es ist eine Erweiterung des Schlagaders. In der Literatur wird immer gesagt zwischen 3, 3,5. Also wir sagen mal, alles was größer 3,5 ist, zählt zu Aneurysma. Normal wäre es 2,5 bis 3,5. Da gibt es auch so ein Wort Ektasie, sagt man da. Da ist man nicht so sicher, das ist Aneurysma und das wird das bis 3,5 gesagt. Das ist aber für uns Experten wichtig. Für Sie ist halt wichtig zu sagen, ist es gefährlich, was muss ich machen? Und es gibt dann natürlich Aneurysmen in anderen Bereichen. Sie sehen das ja im Bereich der Becken hier. Sehen ja, ich erzähle Ihnen ja alles, was unterhalb der Niere ist. Da sehen Sie, da kann Aneurysma passieren, da an den Beckenarterien, an den Oberschenkel, an den Knien. Das heißt, und das hat der Dr. Hamikön ja oben ja auch schon alles erzählt. Wer hat eigentlich ein erhöhtes Risiko? Das ist ja für uns alle wichtig. Deshalb kommen wir ja und wollen mal wissen, was es ist. Und das sind meistens Patienten, das hat er auch kurz erwähnt, Bluthochdruck, Rauchen, Blutfette, Cholesterinwerte,
Aber auch Diabetes, das sind die alle Krankheiten, die wir auch sowohl für Herzerkrankungen haben, aber auch für das, weil das ist halt die Arteriosklerose ist eigentlich die Krankheit, die das natürlich auch führt. Es gibt noch pathophysiologisch noch komplexe Prozesse, aber das möchte man jetzt gar nicht jetzt hier zum Thema stellen. Aber, wie auch schon erwähnt, genetische Disposition, genetisch, also Marfan, da sind dann viel jüngere Kollegen, jüngere Patienten betroffen, diese Überdehnbarkeit der Gewebe. Das kann dann sehr leicht so zum Platzen führen, also wo wir sagen Marfan-Syndrom. Wenn man sich nochmal anschaut, und das ist ja das, was warum Sie ja heute hier da sind, je älter man wird, umso mehr sollte man da ein bisschen auf die Aorta aufpassen, denn man hat hier an den Studien gezeigt, je älter die Patienten werden, umso höher ist das altersspezifische Diagnose, dass man ein Aneurysma bekommt. Also mit 80, 84 ein sehr hohes Risiko. Frauen hier in dem Fall etwas weniger als die Männer, sozusagen. Und letztendlich, wenn man das schaut, ab wann ist das denn so gefährlich? Und deshalb, es gibt ja viele Patienten, da steht dann eine Diagnose, Aortenaneurysma, tickende Bombe. Ja, dann man darf auch nicht so ängstlich durch die Gegend gehen laufen, weil letztendlich muss man sich ja mal sehen, wann, ab wie viel Zentimeter ist, wie hoch ist das Rupturrisiko. Ich glaube, die nächste Abbildung zeigt das etwas deutlicher. Nehmen wir an, Sie kommen zu uns in der Ambulanz und ich sage Ihnen, Sie haben weniger als 4 Zentimeter, ist Ihre Rupturrisiko pro Jahr wenig, null. Ja? Ab wann fängt es ein bisschen dann, dass wir uns Sorgen machen? Dann ab 5 bis 6 Zentimeter. Da ist das Risiko etwa im Jahr 3 bis 15%, dass es anfängt zu rupturieren. Und da gibt es in der Literatur ein bisschen Unterschiede, zum Beispiel ab zwischen 5 bis 6 Zentimeter wird auch 11% beschrieben. Es ist immer, wenn man es da ganz genau sieht, und hier gibt es in der Wissenschaft noch viele Studien, die gesagt haben, letztendlich, wir würden unser Cut-off zwischen 5 bis 6 setzen und ab dann ist eigentlich eine Therapieindikation auch gegeben, weil wenn man vorher das behandelt, ist das Operationsrisiko deutlich höher als das Rupturrisiko. Ab 5,5, jetzt unterhalb des Zwerchfells, ist eigentlich die Größe, wo wir dann mit Ihnen sprechen und sagen, da müssen wir was machen. Davor regelmäßig Kontrolle und natürlich diese Risikofaktoren, die wir ja schon vorhin erwähnt haben, die muss man dann einstellen, damit es dann auch so bleibt. Ich kenne viele Patienten, die jahrelang bei uns in der Ambulanz kommen, immer 4 Zentimeter, 4,5 Zentimeter, 4 Zentimeter, da machen wir uns keine Sorgen. Die sind da und es gibt auch einige Patienten, die mit 90 kommen und dann sehen wir es bis 7 Zentimeter. Da machen wir uns ein bisschen dann Sorge, weil da ist das Risiko dann schon etwas höher und dann muss man dann halt ein bisschen behandeln. Man muss aber sagen, der hat es dann bis 90 bis 7 Zentimeter auch geschafft. Ne? Das ist ja auch. Also, woran müssen wir denken, wenn wir sagen, oh, jetzt muss ich aufpassen, was sind die Symptome? Und da ist natürlich, das haben wir vieles gesagt, es ist meistens Zufallsbefund. Wir machen hier in dem Haus bei uns ja viele Herzklappen. Also Operationen und auch Klappenersatze. Und in dem Rahmen machen wir viele CTs. Und in den letzten Jahren sehen wir sehr viele Zufallsbefunde, was ja gut ist. Dadurch, dass natürlich unsere Medizin fortgeschritten ist, die Technologie, sehen wir etwa 80% dieses Aneurysmen sind schmerzlos. Gibt aber auch so, dass natürlich auch zunehmend durch die Verdrängung der Organe wie Niere oder alles, dann kann es zu Schmerzen kommen. Auch Albert Einstein hatte kolikartige rechtsseitige Bauchschmerzen. Deshalb sagen die Engländer auch Einstein-Zeilen. Also wenn da was ist, dann sagen sie, das sind Einstein-Zeilen. In Englischen also Gebrauch. Und meistens, wenn es dann zu spät ist und wenn es dann so fortgeschritten ist, dann kommt es dann zum Kreislaufsymptome, also wenn es schon eingerissen ist, dann Verblutung und Blutdruckabfall. Das kann dann schon dann sehr gefährlich sein. Und wie schon gesagt, wie stellen wir das fest? Das hat schon Hamiko auch schon ein bisschen mit Ihnen ist durchgegangen. Und Ultraschalldiagnostik, das einfachste, ungefährlichste, die kann man jedes Jahr 3-mal im Monat machen.
Das ist kein Problem. Das ist der erste, dass Sie bei Ihrem Hausarzt, aber auch bei uns in der Ambulanz machen können. Da sehen Sie hier Ihre Aorta, der dann so groß ist. Das sieht man dann so. Und dadurch kann man sagen, aha, wie viel Zentimeter ist das? Und letztendlich kann man dann sagen, okay, das muss man etwas weiter sehen. Dann macht man halt ein CT. Hier sehen Sie ein CT, das ein rupturiertes. Und dann gibt es MRT, letztendlich CT, MRT und auch dann die Angiografie. Also das ist dann, sobald Sie hier sind und hier eingedockt sind, dann wissen wir, welche Diagnostik für Sie die geeignetste ist. Hängt von der Niere ab, hängt von der, was Sie eigentlich für Konstellationen haben. Und letztendlich, das hatte ich Ihnen auch schon gesagt, wann behandeln wir das? Ne? Und wie behandeln wir? Das ist jetzt unterhalb des Zwerchfells. Ne? Das muss man jetzt mal ein bisschen, weil da Sie haben jetzt viele Zahlen gehört von der Amico, ne? Das ist jetzt oben aufsteigend, absteigend unterhalb des Zwerchfells. Ist es ganz klar, dass die Indikation ab 5,5 bei Männern, bei Frauen ab 5 cm. Und da sind wir natürlich auch, gibt es Ausnahmen von der Regel. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt, der bei mir vor 3 Monaten 4 cm hatte und dann kontrolliere ich ihn nach 6 Monaten und er hat auf einmal 5 cm, wenn er dann nicht 5,5 erreicht hat, sagen wir trotzdem operieren, weil das Wachstum ist zu schnell. Und da kann es das Risiko sein, dass es dann platzt. Und da muss man sehen. Und auch die Morphologie. Wie ist es überhaupt geformt? Letzte Woche habe ich einen Patienten gehabt, der hatte 5 cm, aber die Form war so, dass wir ein bisschen Angst hatten, das könnte ganz schnell platzen. Also ich glaube, ist es harmonisch? Das zeige ich Ihnen gleich nochmal in so ein Bildchen. Oder ist das eher exophytisch? Das kommt gleich ein Bild dazu. Also, und dann natürlich, was machen wir? Operieren wir offen oder machen wir das ganz minimalinvasiv? Das ist natürlich eine Entscheidung. Hier sehen Sie, das ist eigentlich ein Foto, wo wir die Prothese reingesetzt haben, hier oben. Da zeige ich Ihnen gleich ein kleines Filmchen dazu. Und hier wäre es ein offener OP. Das heißt, dann würde von hier bis hierhin aufgeschnitten. Da sehen Sie es. Dann wird dann hier einmal oben die Aorta mit der Klemme zugemacht. Unten die beiden Arterien, die in den Beinen gehen. Und dann wird das zugenäht, also genäht hier. Und das wird die Aorta wird dann drüber genäht. Also Aorta wird aufgemacht. Dann wird dann ein Rohr gesetzt, wie eine Brücke. Und dann ist dieser Druck weg. Und das Risiko des Platzens ist dann vorbei. Welche Eingriffe hat, das überspringe ich. Was ich aber Ihnen sagen möchte, ist, dass wir in den letzten Jahren zunehmen. Also 99% oder ich sage mal jetzt mal 98% machen wir kein offenes mehr. Laufen alles über kleine Einschnitt in der Aorta. Und dieses Bild zeigt Ihnen eigentlich ganz deutlich die Notfälle. Die sieht man, früher hat man die operiert und die gehen langsam runter und werden eher auch mit dem Stents versorgt. Die Elektiven, wo ich einen Patienten habe, der in 5,5, immer lang, irgendwann sage ich, oh, jetzt müssen wir operieren. Auch die hat man früher bis hierhin operiert. Ab jetzt, die sind runtergegangen auf 30% Operation auf verschiedenen Gründen, was auch immer ist. Und dieser Anteil ist deutlich größer, die wird endovaskulär gemacht. Das heißt, durch einen kleinen Pünktchen, die wir behandeln wollen. Und da gibt's halt natürlich eine klar, die wir differenzieren. Wenn jemand hohes Risiko hat fürs OP, dann muss man den natürlich endovaskulär. Wir operieren auch, also unsere Gefäßchirurgen. Ich bin kein Chirurg, ich bin endovaskulär oder Herzchirurg. Und da gibt's halt bestimmte Kriterien. Diese Kriterien sind nicht für Sie gedacht, das ist für uns. Wir müssen die Halslänge messen, wir müssen messen, können wir unsere Devices überhaupt reinbringen? Deshalb, wenn Sie kommen und Sie haben die Indikation, sagen wir, Herr Schmidt, Herr Müller, gehen Sie, ich schicke die Bilder an unsere Firma und wir planen das. Und dann gucken wir mal, wie die Planung ist. Und da hatte ich Ihnen vorhin ja gesagt, es hängt von, wie ein Aneurysma aussieht. Ne? Sieht es so harmonisch aus? Oder sieht es so ein bisschen, das sieht jetzt nicht harmonisch aus. Ne? Das sehen Sie ja. Sieht da ein bisschen schon da aus, wie der Kollege schon sagte, diese Luftballon-Prinzip, ne? Das kann ganz schnell rupturieren. Und letztendlich, so sieht's aus. Und jetzt wie machen wir es eigentlich in Bonn? Das möchten Sie ja auch wissen, weil letztendlich, wir machen uns eine Übersicht über alle Gefäßabgänge. Und alles, was hier drunter oder dazwischen ist, das sind ja unsere Therapiebereich. Da schicken wir das einfach zu uns, zu bestimmten Firmen und planen es selber.
und sehen, okay, wie groß ist das, wie viel Zentimeter, jeder einzelne Gefäß von Ihnen wird gemessen und dann wird anhand Ihrer Morphologie, dass wir ein CT gemacht haben, individuell für Sie eins fertig gemacht. Es gibt auch bestimmte Größen, die an alle passen, das gibt's auch, aber es gibt auch, wo wir dann sagen, ah, das ist etwas kompliziert, da muss man eine spezielle Prothesen nehmen, weil zum Beispiel, dann gibt es so Prothesen wie, wo man so Löcher hat, das nennt man fenestriert oder gebranched, das sind, wenn die Aneurysma auch oberhalb ist, wenn Herr Hamikum mit mir zusammen oben hier das alles gemacht hat und wir aber die Aneurysma noch weiter untergeht, dann müsste das auch behandelt werden. Dann müssen wir das anschließen, das machen wir nicht in einem Stage, sondern dann werden diese Gefäße auch mit versorgt, bis nach unten, damit es dann nicht platzt. Das ist unser Team, im OP sehen Sie mich hier, verkleidet und letztendlich Gefäßchirurgen, Frau Dr. Farrell, hier sind noch andere Teams, ich glaube Herr Hamiko ist auch da, das war ein gemeinsamer Patient und ich möchte Ihnen mal anhand eines kleinen Filmchens Ihnen mal zeigen, vielleicht kann man es ein bisschen dunkler machen, mal vielleicht mal die 7 Minuten mal nehmen und nehme ihn mal in den OP und zu zeigen, diese Operation dauert nur 8 Minuten. Anästhesie hat sie schon betäubt und das ist eine Punktion an ihrer Leiste. Sie sehen, wir sparen uns den chirurgischen Schnitt. Das ist die moderne Medizin da sind wir gerade im Gefäß, da sehen Sie, es kommt so ein bisschen Blut raus. Und jetzt versuchen wir, einen Naht in dem Gefäß von außen reinzubringen. Also wir machen es nicht, wir schneiden es nicht auf und nähen das Naht, sondern jetzt sehen Sie, das wird jetzt aufgeklappt und jetzt wird dann rausgezogen und dann wird, sehen Sie hier, zack, da haben wir jetzt den Stich in das Gefäß reingebracht und jetzt wird wieder diese Naht rausgezogen. Das läuft hier so langsam, ich erkläre so einfach mal in Ruhe. So, jetzt haben wir schon mittlerweile schon hier 4 Nähte schon gebracht hier, gesetzt. Das ist die letzte Naht. Das heißt, wir haben 4 Nähte rechts, links gesetzt, damit wir, wenn wir jetzt unser Katheter reinschieben, am Ende das rausholen, dass wir dann, können wir das zuziehen. Wie ein Tabakbeutelnaht, ne? Verstehen Sie? So ganz hoch. Und hier sehen Sie, jetzt kommt eine kleine Schleuse rein. Ne? Es ist eine Schleuse. Das ist diese Schleuse, mit dem wir auch Herzkatheter machen, mit dem wir alles in ihren Gefäßen machen. Hier sehen wir es anhand des Röntgenbildes. Da kommt die Schleuse rein. Jetzt sehen Sie hier an der rechten Seite, sehen Sie gleich was Dunkles, der kommt. Ja, also langsam, das wird ganz langsam über die Leiste geführt. Sehen Sie, dass diese hellgraue, ja, sehen Sie das? Ja, ne? So, da kommt es, jetzt wird vorgeschoben. Das ist unser Kanal. Der wird dann bis hier nach oben vorgeschoben. Und jetzt, Sie sehen, wir brauchen viele Hände. Und jetzt, das ist die Prothese, die wir da reinführen. Das ist eine der Prothesen, die wir benutzen mit der Firma Gore. Das ist jetzt keine Werbung für die, aber die haben uns netterweise diese Film zur Verfügung gestellt, den wir zusammen gemacht haben. Also deshalb sehen Sie das und das sehe ich eigentlich sehr, sehr eindeutig. Jetzt haben wir diese Hauptprothese. Da sehen Sie, das sind Ihre Nierenarterien gewesen. Und das ist so ein, nennt man, das ist so ein Schlauch, und damit Kontrastmittel wird gegeben. Und hier sehen Sie schon Ihre Aneurysma. Und die Prothese ist drin schon in der Aorta und jetzt wird er aufgemacht. Haben Sie gesehen? Aufgemacht, aufgemacht, zack, zack. Und hier ist ein Beinchen. Das ist wie eine Hose. Müssen Sie sich vorstellen, wir haben jetzt diese Hose und nur die halbe dieser Hose. Die ist jetzt da drin. Und jetzt wird diese Prothese, das Gute an dieser Prothese ist, man kann das auch bewegen. Wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner Platzierung, kann ich die hochschieben, nach unten schieben. Und wichtig ist, daran muss man achten, dass die Nierenarterien nicht verletzt werden, dass sie nicht zu sind. Das ist ja eigentlich das, was wir machen im Katheter. Und jetzt schieben wir da, jetzt sehen Sie, ich hatte ja gesagt, die Hose, das ist jetzt, die Pointe ist ein bisschen zu langsam, so, da ist das Beinchen, da kommt jetzt unser Draht. Das müssen wir natürlich von der anderen Seite, von der linken Seite, gehen wir da rein und da ist der Draht schon rein. Und jetzt kommt ein Katheter, dieser schwarze Katheter, der hängt gerade an der Kante. Ja, sehen Sie, jetzt fluppt er gleich rein. Eins, jetzt muss man ein bisschen drehen und jetzt sehen, das fluppt er jetzt gleich in das Beinchen rein. Zack, ist da drin. So, jetzt haben wir den Draht drin, das ist unsere Schiene und über diesen, also Katheter,
über den Katheter kommt jetzt ein steifer Draht rein. Jetzt muss man ja das Beinchen, der jetzt ja halb ist, muss ja verlängert werden. Ne? Das wird jetzt gleich gemacht. So, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen, das ist eine Sicherheit. Wir drehen, Sie sehen diese, das nennt man so Schweineschwänzchen, sieht man da. Das dreht man, damit man sicher ist, dass man genau in einem richtigen Lumen ist. Das ist ja auch wichtig, ne? So, und jetzt wird das dann, wenn alles fertig ist, ganz, das ist der letzte Schritt, da wird dann die Prothese hier komplett jetzt freigesetzt, weil wir vorhin ja ein Angio gemacht haben, gesehen haben, das sitzt alles gut. Und jetzt sehen Sie, durch das Ziehen kommt das Ganze jetzt raus. Und jetzt haben wir das komplett hier freigesetzt. Und hier ist noch, das sieht man jetzt nicht so genau, das ist ja auch für Sie jetzt nicht so relevant, das sehen wir, als wir sehen das tagtäglich. Aber wichtig ist, dass man es halt hier anhand dieses Bildes, natürlich sieht Röntgenbild, da ist diese Prothese, jetzt wird die Prothese hier freigesetzt worden und jetzt kommt da dieser Draht, sehen Sie, das wird jetzt rausgeholt, die Hauptprothese ist jetzt drin und ist gleich noch diese Seite, da wo dieser Katheter liegt, das wird jetzt auf der linken Seite, jetzt schieben wir noch das Beinchen zur Verlängerung. Wir wollen ja die Aorta und die beiden Beinchen, ja beide, wie eine Hose machen. Und bei den Patienten haben wir uns ein bisschen künstlerisch waren wir und dann haben wir gesagt, wir machen so eine Ballerina-Technik. Das ist auch, das Ballerina-Technik ist so, dann liegt da die Prothese so, wie meine Beine. So liegt das, weil das von der Länge her so gepasst hat. Deshalb haben wir es gemacht. Jetzt sehen Sie, links schiebt der Kollege auf der anderen Seite die Verlängerung des Beines. Ja, das ist der Patient, das ist die rechte Leiste, das ist die linke. Wir haben vorhin über die rechte Leiste kleine Löcher. So, das wird jetzt vorgeschoben. Jetzt sehen Sie, da kommt es ja. Da wird die Schleuse zurückgezogen und diese schwarze Markierung 1 und Pointer 2. Das ist unser Beinchen, der das jetzt verlängert. Und das geht von hier aus. Da, diese schwarze, das sind drei schwarze Punkte. 1 und 2 und 3. Und jetzt mit diesem, da ziehen wir jetzt gleich den Faden raus, sie dreht sich und ziehen, zack, 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 und da wird es freigesetzt. Da, und jetzt hier unten ist es freigesetzt worden. Moment, ja. So, jetzt sehen Sie das, genau, ne? Das ist eine Ballerina-Technik. Das geht jetzt einmal von da nach links. So, das war's. Ganz einfach. Was machen wir jetzt? Jetzt das, was der Chirurg machen würde, die Wunde zuzumachen, machen wir unsere Nähte jetzt. Die ziehen wir zurück so ein bisschen, strammen wir das, damit wir diese kleinen, großen, es ist ja ein größer Schlauch, es ist jetzt nicht klein, der ist jetzt so, wir sagen jetzt 18 French, das ist so etwa 4 mm vielleicht, 4 mm Loch, 6, 4 bis 6, 6 mm ist das, aber das ist ein großer, ist gar nicht so groß. Sie sehen gleich, dass mit diesen vier Nähten, die wir jetzt gemacht haben, das ziehen wir zurück, ein Kollege hält das da jetzt raus, ziehen wir ein bisschen noch zurück bis zu einer Verdünnung. Und dann wird nochmal die Nähte, wenn nochmal zusammengerafft. Da sehen Sie, da ist so eine kleine Kante. Da wird es nochmal einmal kurz, jetzt diese Naht, die ja schon vorgefertigt ist, die wird dann reingeschoben. Da, sehen Sie? Das ist so wie ein Schieber, Knotenschieber nennt sich das. Ne? Also wir haben den Gefäßchirurgen, die Herzchirurgen komplett die Arbeit weggenommen. Ne? Die sind auch am Anfang, war ein großer Kampf. Warum? Das waren die nicht gewohnt. Aber das, Sie sehen hier eine Naht hier. Eine Naht da. Wir machen mittlerweile vier Nähte, zwei da und letztendlich jetzt hier in dem Falle haben wir drei Nähte gehabt, also vier Nähte meine ich einmal rechts, zweimal rechts, zweimal links. So, jetzt wird es ein bisschen gezogen, ein bisschen Blut. Natürlich, das ist ja auch beim Blutabnehmen, gibt es immer auch ein bisschen Blut. So, jetzt werden die Knoten richtig festgemacht und jetzt wird endgültig die Schleuse komplett rausgezogen. Der Draht bleibt noch. Hier ist noch ein Draht. Sehen Sie, ein ganz dünner Draht für den Fall, dass es nicht stoppt, haben wir immer noch die Möglichkeit, da reinzugehen und nochmal, noch ein Naht zu machen oder noch ein Angiosil oder ein Verschlusssystem zu machen. Jetzt sehen Sie, der Knoten wird richtig komplett bis zum Gefäß reingeschoben und jetzt lassen wir den Draht auch raus, komplett, es blutet nicht mehr, der Kollege hält die Hand jetzt wieder weg, kommt nichts mehr raus. So, jetzt ist der Chirurg dran, der macht seinen kleinen Naht da, ne? Hat auch wenigstens was gemacht bei der OP. So, aber mittlerweile kann ich auch diese Hautnaht machen, mache ich auch, das macht Spaß. Nein, wir machen das sehr gut, also zusammen und das ist okay. Das ist die linke Seite gewesen und dann, da sehen Sie jetzt gleich auch,
So sieht es am Ende aus. Diese 2 Meter, in der Regel kann der Patient, braucht, wenn alles gut ist, braucht nicht mehr auf die Intensiv zu gehen. Der kommt und ist dann auf Normalstation. Wir behalten die Patienten meistens noch 2 Tage, 3 Tage und machen einen Abschluss-CT. Und anschließend kann der Patient nach Hause gehen. Ne? Da, so sieht es meistens, das ist nicht derselbe Patient, so sieht es dann aus. Ne? Wir haben jetzt hier die Prothese ganz unterhalb der Nierenarterie gesetzt, weil das Aneurysma, Sie sehen hier diese Verkalkung, die ist komplett jetzt überbrückt. So, einmal hier auf dieser Seite und einmal hier. Diese halbe Hose, die man nennt, das war hier und die verlängert man einfach nach unten. Das ist sehr wichtig. Wir müssen auch wissen, es gab eine riesen Diskussion, die Chirurgen sagen immer, ja, aber Operation ist ja besser, endovaskulär, das ist ja immer das Thema. Und es gibt halt viele Studien, die gezeigt haben, wenn Sie das sehen, ich möchte Ihnen nicht mit den Studien viel befassen, nur 2 Studien zeichnen. Sie sehen am Ende, EVA steht für Katheter, endovaskular, OP ist OP, klar. Und da sehen Sie, dass die nach 9 Jahren gar keinen Unterschied gab zwischen OP und interventionell. Jetzt gab es aber eine Sache, die, deshalb betone ich das, man hat diese Patienten 15 Jahre später nochmal gesehen und dann hat man, das hat uns ein bisschen auch erschrocken, dann hieß es, oh nee, OP ist ein bisschen besser als die intervaskulären. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Da lacht Herr Hamiko, aber nein, daran lag es nicht. Wissen Sie, woran es lag? Die Patienten, die rupturiert waren, das die Patienten, die schlecht abgeschnitten, die sind rupturiert, weil die nicht zur Kontrolle gekommen sind. Man muss wissen, dass, ich hatte mir ganz am Anfang ja gezeigt gehabt, dass ja durch diese Aorta auch kleine Gefäße gehen, die wir durch den Stent natürlich zumachen, aber die Gefäße in dem Aortenbauch, in diesem Aneurysma, die sind ja noch versorgt und die können das ja noch, diesen Aneurysmasack versorgen. Das nennt man Endoleak. Diese Endoleak müssen wir immer im Auge behalten. Es gibt Patienten, bei denen diese Endoleak zugeht, bei den anderen, die bleibt. Und letztendlich ist es dann so, dass wenn das dann sich vergrößert, dann muss man das einfach keulen. Da geht man rein, das machen unsere Radiologen sehr gut eigentlich, und da geht man in diesen kleinen Gefäß, da gibt man so ein kleinen, entweder flüssiges oder eine kleine Spirale, dann ist das Ding zu und dann hat man kein Problem. Und das daran lag, dass diese Patienten, und dann hat man halt gelernt, dass man Patienten, die man interveniert, die man kathetert, die man behandelt, müssen weiter zur Nachsorge kommen. Die dürfen nicht einfach gemacht werden und dann einfach, oder in einem Haus und dann gehen die nach Hause und die müssen halt kommen. Und Herr Hamiko hat Ihnen ja schon unser Team gezeigt, also Ortenteam, zusammen mit Herr Bakhtiari, Professor Mikinik. Wir machen hier schon sehr viele Eingriffe, unser Gefäßchirurgen, Frau Dr. Ferrell. Also wir sind ein großes Team, interdisziplinäres Team, die, wenn Sie kommen, dass Sie dann interdisziplinär auf Ihren Fall besprochen wird. Ich möchte den Vortrag hier beenden. Und bedanke mich noch für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank für Ihre zahlreichen Fragen, für das große Interesse zu diesem sehr spannenden Thema. Das war wirklich eine interessante Veranstaltung und ein reger Austausch. Auch an die Zuschauer zu Hause natürlich. Ja, sagen wir ganz vielen Dank, dass Sie dabei waren und für Ihr Interesse. Ja, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, im Foyer auch ein Häppchen zu uns zu nehmen, etwas zu trinken, noch ein bisschen in den Austausch zu gehen. Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, greifen Sie gerne zu und wir hoffen vor allem, ne, dass jetzt auch der Nachhauseweg ohne Regen verläuft, dass Sie den Schirm nicht mehr brauchen. Und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Kommen Sie auch gerne hier vor Ort. Und ja, natürlich ein ganz lieber Dank an unsere Experten, Dr. Shahab, Dr. Hamiko. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren und ja, uns so toll informiert haben. Immer gerne wieder. Ja, vielen Dank, Professor. Dankeschön. Danke für Ihnen auch. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie können uns immer auf der Website auch erreichen. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Und wenn irgendwelche Termine oder irgendwas ist, Belangen ist, dann sind wir ganz schnell. Manchmal ist es nicht so einfach, telefonisch zu erreichen, also in der Sekretariat, aber per E-Mail sind wir sehr schnell. Das ist der beste Weg für uns eigentlich dann auch in Zeiten. Ja, Dankeschön. Ja.